Adrian? Adrian? Ja. Adrian? Was kann der Boss? Adrian? Nichts. Nichts. Aha. Boah, mein. Der Mensch hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Der hat die ganze Zeit, bei, wenn ich ihn gehauen habe, so gemacht. Bist du sicher, dass du ihn gehauen hast? Ja. Mit meinem langen Stab. Du hast einen Stab, wusste ich gar nicht. Ja. Länger als Bastis. Naja. Oh! Ein Mammut! Go. Hm? Und wieder leichte XP. Nice. Bam. Geil, das Gebrüll. 422, siehst du das? Das ist echt ganz cool. Kacke Amulett. Kacke Bumerang. Na, das Amulett ist voll kacke. Na, der Bumerang sieht irgendwie witzig aus, aber sonst. Okay, dann jetzt nochmal zurück zur City oder vielleicht aus dem Kontinent hier raus. Zu der anderen Seite, weil die City ist richtig weit weg. Ja, dann lass lieber hier Richtung Süden, obwohl, oder? Die ist gar nicht so weit weg. Hm? City ist gar nicht so weit weg. Hä? Aber doch, die ist weit weg. Wenn wir Süden laufen, dann haben wir sogar direkt zwei Gebiete, die wir erforschen. Moment, können. Ich möchte mal gerade was probieren. Warte mal gerade. Lol, ne, das war nicht für. Wofür ist Licorice Candy? Was? Ja, das heißt, wie heißt das hier? Licorice. Lass mal auf den Boden fallen, damit ich das sehen kann. Achso, das habe ich auch, aber ich weiß nicht. Ach, für einen Raben? Eule? Echt? Alter, hier ist das für ein Woke. Richtig geil, Level 1. Wow! und Mage, Level 1. Oh. Oh. Gönn dir was, die gönnen dir. Er gönnt dir's. Heute gönn ich mir mal was. Genitalia! Genitalia! I like women. Warte mal! Da ist ein Alpaka-Boss! Oh ja, der kämpft gegen Alpakas. Ist er weiß? Ja. Dann lohnt sich das ja nicht. Lohnt sich, nee, dann lohnt sich das tatsächlich nicht. Außerdem ist er eh nicht. Nee, warm, der ist hell. Okay, dann lohnt sich das nicht. 18 XP, nice. Moin. Wow, Level 1, nehme ich mit. Alter, geil. Alter, geil. Boah, ich habe eben was so krass Level 1. Boah, wie du dich einfach portest, ey. In der Luft, tschüpp. Autsch, ich bin gegen den Baum geflogen. Wie du einfach gegen die Bäume fliegst, in der Luft, tschüpp. Und weg. Nein. Nein, schon wieder gegen den Baum geflogen. So eine Scheiße. Da vorne sind drei Bullen. Drei Bullen schon wieder? Jawohl. Oh, man hätte so schön hochrennen können. Ah, nein, man muss springen. Verdammt. Geh auf den Berg da vorne. Hm, ich auch. Tschüss. Du musst eigentlich immer Autogeräusch machen. Du hast keinen Motor. Doch. Nicht? Biogas. Nein. Düsenantrieb. Ansonsten wirst du gleich abstürzen, ganz schön leicht. Ist schon krass, wie schnell du bist mit dem Gleiter. Was hast du da nochmal für ein Level? 10. Ich hatte aber gerade den Booster aktiviert. Achso, ja. Der nochmal 50%. Ja, ich hab fast überholt. Ja, du hast ja auch ein höheres Level als ich im Gleiten. Oma, sonst ist alles gut? Was? Sonst ist alles gut? Ich fliege halt nur effizient. Nein! Indem man die Taste noch ein bisschen stärker haut. Nur die macht bei mir einfach. Hier, wenn ich so normal drücke, macht die einfach schon so zap, zap, zap. Da hast du. Spielst du mit einer Schreibmaschine oder? Ja. Das ist eine Oldschool-Schreibmaschine. Ding!
Jetzt so zurückziehen. Ding! Ich glaube, wir haben sogar noch eine im Keller. Ich habe auch noch eine. Ja, ich ob ich die mit USB anschließen kann? Kommt drauf an, es gibt elektronische und es gibt, ja. Es gibt halt so, wie heißt das? Analoge. Mechanisch. Genau, mechanisch, ja. Mechanische und digitale. Ja. Ja, die, bei den digitalen war das ja so, dass du den Toner und sowas nachfüllen musstest, und auf, ein bisschen anders noch und, ich hab grad, die digitalen sind die Keyboards. Nee. Es gibt tatsächlich, also, ja. Ach, danke. Es gibt tatsächlich welche, die, das ist halt im Prinzip wie ein Drucker, nur dass halt, ja, du schreibst die Buchstaben halt direkt auf das Papier. Auf den drauf. Drucker. Ja. Wo ist mein scheiß Tier? Oh, da hinten kommt's angebracht. Hat sich aber echt nicht durchgesetzt. Die mechanischen sind tatsächlich beliebter und waren damals sogar noch beliebter. Wenn man da wahrscheinlich nicht auffüllen müsste, dann hat man ja, meine Mutter hat mir das mal erzählt. Also, die hat ja immer mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Leiterin von irgendeinem Tagungshaus. Die musste auch relativ viele, viele Pläne und sowas tippen und musste viele Veranstaltungen planen und so. Hat dann früher halt auch auf solchen Schreibmaschinen getippt und das war. Wohl nicht so der Burner, weil, ne, ein Fehler. Alles nochmal. Ja, oder halt Tipp-Ex und versuchen das dann halt nochmal drüber zu schreiben. Und das sah halt meistens richtig scheiße aus. Und so gut ging das mit dem Druck, mit der Druckfarbe, nicht mit dem Tipp-Ex. Daher kam wahrscheinlich auch die Wichtigkeit der Rechtschreibung, ne? Weil man sonst bei Schreibmaschinen immer... naja, die ist generell wichtig, ob das jetzt nur mit der Schreibmaschine zu tun hat. Lautschrift ist richtig. Ja, total. Nice. Ja, meine Mutter konnte sogar noch hier, wie heißt das? Steno. Wisst ihr, was das ist? Ja, nee, Steno ist. Blindenschrift. Steno ist eine. Steno ist quasi eine Schrift, so, die innerhalb von wenigen Zeichen kannst du quasi Sachen, ganze Sätze zusammenfassen. Also wirklich richtig, richtig effizient. Ist rechts Wüste? Ja, ist ja. Wüste, ja. Und links ist Wald, dann gehen wir zur Wüste. Würde ich auch sagen. Zum Wald, also bitte. Da. Mir ist das egal, entscheidet das. Entweder gehen wir. Ja, Wüste. Wir hatten auch keine. Doch. Finger auch für Wüste. Okay, alle waren oben. Devura. Was ist das denn nochmal? Ach, die Arschgesichter. Ich gehe erst kurz rüber und erkunde noch das andere Gebiet. Oh, hier ist ein Nomad. Ein, der ist orange. Okay, mittlerweile dürfen wir die sogar fast packen. Nomad. Machen wir ihn mal. Ja, komm, sollen wir probieren? Okay, komm. Ja. Ist im Bereich des Möglichen, ne? Ich hab ja voll was gegen die Wüste. Ich treff den ach gar ja, nicht. Was denn? Na, mein Snowrunner, der ist nicht 91er Warrior Sachen. Was? 91er Warrior? Ja. Ja, ich hab doch nichts gegen die Wüste. Da hinten ist noch einer, den lock ich. Huh. Wo? Lol. Du hast den getroffen? Ja. Direkt an. Lol, krass. Und hast du gesehen, wie viel Damage du dem gemacht hast? Alter, ist der Hammer. Ja. Mint-Schokolade! Ja, okay, ich habe letztens was genommen. Was war Mint nochmal? Mint ist Leafrunner. Leafrunner, genau. Was ist Leafrunner? Das sind diese mit einem Knobel auf dem Kopf halt, die so aussehen wie Snowrunner, nur halt Leafrunner. Ne, sind das die Dschungel oder die... Dschungel. Oh. Ja, Dschungel. Ah. Die sind kunterbunt. Hey, lauf nicht weg. Boah, schnell da. Lol, dann kann ich auch schneller schießen. Mhm. Ja. Klar, alles geht schneller. Da bist du sogar schneller, schneller. Kannst du auch schneller fappen. Alter, ja, so bildlich braucht man das jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh, Moment, geil. Ich kann das noch besser imitieren. Was war das denn? Ja, hier wow. Ist so eine Plastikspirale, weißt du, die diese Treppen runtergehen können. Ach so, die so. Treppenhüpfer. Ja. Die kenne ich auch. Boah, die waren mal in, die waren richtig in. Bei mir haben die sich immer verheddert, diese Scheißteile. Ja, wie sich einfach alles bei mir in der Tasche verheddert. Ja? Ja, selbst Papier verheddert sich. Ja, ich wundere mich halt immer, wie krass sich Sachen überhaupt verändern können.
tust ein Kabel rein, machst danach wieder raus, musst du erstmal das, hier, wie heißt es, das Bermuda-Dreieck auseinanderklamüsern, ey, das ist echt der Hammer. Ist hier irgendwo Wasser in der Nähe? Ich muss mal trinken. Da. Oh, stimmt. Wir sind gerade an dem Fluss vorbeigegangen, aber okay. Wo ist denn Wasser? Hier im Norden, Westen. Gehen wir eigentlich gerade ziellos durch die Gegend oder haben wir auch ein Ziel? Wohl, entweder zur Stadt oder wir gehen halt Nach Süden zu den zwei Schwertern. Das könnten wir auch machen. Ja, aber erstmal zum Wasser. Oh, da vorne, ja. Wir können auch dem Wasser mit dem Boot lang. Hä? Aber bis nach Süden wird das ein bisschen schwierig werden. Ist aber lustig. Der macht schon eine Drehung da irgendwann, der Fluss. Irgendwann. Da bin ich mir sicher. Trink! Ah, ich hab noch einen Ball. Wow, hier ist ein Moskito! Lol, ich hab einen 19 XP, geil. Ich hab einen Moskito, der rot war, alleine fertig gemacht. Das nur mit meinen zwei Fähigkeiten. Die sind Killer. Ein bisschen overpowered. Killer. Ah, ihr habt die Müllermilch mit dem Mu gefunden, das ist ja geil. Ja, bist du an meiner Müllermilch? Nein! Okay, dann auf nach Süden. Ab in den Süden. Welcher Sonne hinterher? Ey, yo, was geht? Welcher Sonne hinterher? Ey, yo, was geht? Ja, welcher? Hier gibt's keine. Links. Achso, wirklich nicht? Siehst du eine? Ich sehe keine. Über uns, genau über uns. Das stimmt. Ja, geht trotzdem nicht ab in den Süden und der Sonne hinterher, ne? Geht ja auch. Wir müssen jetzt straight in den Himmel gehen, um der Sonne hinterher zu gehen. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich will so ein Wolkenreich haben irgendwann. Soll er bitte einbauen? So ein Himmel einfach, weißt du? Du kommst da so hoch und steht Gott vor dir. Power Level 100 und alles. Ja, genau. Boah, das wäre so awesome, oder? Ja, Mann. Boah, das wäre echt geil. Und dann gibt's natürlich das gleiche auch nach unten hin, ne? Ja. So beim Erdkern so ein schöner, so ein Teufelchen da. Lucifer. Ja. Power Level 1000 oder so sind die einzigen Figuren, die einfach überall, die unendlich Power Level haben. Den machst du so 0,1 Damage, bis du die down hast, brauchst du dann erstmal so, keine Ahnung, 3 Tage oder so. Hardcore macht garantiert jeder mit. Hardcore Cube World, ey. Alter, was machen die Goblins für Geräusche? Warum macht ihr meine Goblins eigentlich kaputt? Hä? Waren das deine Homies oder was? Ja. Deine Homies. Die darf man nicht verprügeln. Ist ja nett. Deine Homies, die darf mich verprügeln. Was ist mit mir? den darf nur ich verprügeln. Das sind meine Homies. Glaub ich hink ein bisschen hinterher. Und ein kleines bisschen. Komm her, ich hab doch ein Date-Cookie. Oh. Komm her, Kamel. Kamel! Und es ist sogar blau. Göttlich. Wo ist das? Hä? Wieso hab ich's nicht in der Hand? Du hast dein Kamel. Du kannst halt nicht immer alles in der Hand haben. Dann da nicht so lustig. Irgendwie war mir klar, dass das Basti jetzt wieder so versteht, aber ne. So, Desert Runner, meiner. Was, kannst du ihn überhaupt tame? Natürlich. Was ist denn für den? Naja, hier, Karamellschokolade. Stimmt. Ach, der braucht die? Der braucht die. Kamelschokolade, oh ja. Kamelschokolade. Dafür muss ich erstmal ein Kamel holen. Ja, in viel Wasser. Oh, der ist nur 24, obwohl der blau war. Oh, meine Frau 24 übrigens. Oh, ich lebe wieder. Also, man hat viel mehr Style. Er ist weiß in der Wüste. Tja, meiner ist gelb in der Wüste. Ach, hast du ihn angepinkelt? Insect Guard. Was ist das denn hier? Ein Sand Horror. Bin auch vor der Sand Horror. Ja, das war.